Wenn man die Urteile dann sieht nach den roten Karten, es wurden die Sperren immer heruntergesetzt, revidiert, weil es eben teilweise Fehlentscheidungen waren. Und ich zähle auch am Wochenende die zwei gelben Karten, zähle ich auch dazu. Ja. Waren halt viele Emotionen drin von beiden Seiten. Und, aber das ist Sport, das ist Fußball, ist schon wieder vorbei. Leider am Wochenende zugucken jetzt zu müssen. Und wir haben ja schon Probleme in der Innenverteidigung, weil sich Alvaro Dominguez sehr, sehr schwer verletzt hat. Mhm. Muss der Trainer halt ein bisschen umbauen. Wir diskutieren ja immer über Fortschritt im Fußball und ich glaube, wenn man die Torlinientechnik schon eingeführt hätte, glaube ich, hätte man sich den ganzen Ärger sparen können. Ich glaube, das Spiel hat sich weiterentwickelt und genauso die Technik. Und warum soll man diese Hilfsmittel nicht hinzunehmen? Man redet ja immer davon, ja, es würde das Spiel behindern im Endeffekt. Aber ich denke, was ist sinnvoller, wenn man wirklich im Spiel kurz für nicht einmal 30 Sekunden unterbricht, sich das nochmal anguckt und dann entscheidet. Mhm. Oder ob man dann danach wirklich eine Woche oder ein paar Tage darüber diskutiert. War das jetzt richtig, war das falsch, war es Tor, war es kein Tor? Oder genauso wie es jetzt wieder die Diskussion im Endeffekt losgehen. Das könnte man sich eigentlich alles ersparen. Und genauso, wie es der Magath auch gesagt hat, es fallen ja auch Tore oder es werden Tore gegeben, was keine waren. Mhm. Und genauso umgekehrt. Also viel Diskussionsbedarf immer natürlich, aber ich glaube, dem Sport wird es gut tun, wenn man da mal eine einheitliche, klare Linie fahren würde. Wir wollen uns stetig verbessern, wir wollen weiter oben angreifen, wir wollen unter die Top 10 bleiben, Stabilität reinzukriegen, mit natürlich den Zielen, wenn es ideal läuft, den Europapokal anzugreifen. Mhm. Das heißt, unter die ersten sechs zu kommen. Ja, erstens mal muss man sagen, die Gruppe war schwer im Vergleich zu den anderen Gruppen, wenn man die sich anguckt. Ich glaube, ich habe zwei, drei Spiele gesehen. Man konnte schon eine Entwicklung feststellen. Ich glaube, man konnte die Handschrift lesen vom Trainer. Und warum soll man nach jetzt zwei Jahren wieder einen Cut machen, wieder einen neuen Trainer installieren, wieder von vorne anfangen? Das ist ja irgendwo schon gang und gäbe geworden. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach schade. Ich glaube schon, dass es an der Zeit wäre, da ein bisschen langfristiger zu denken, da in aller Ruhe was aufbauen zu lassen, wenn er das natürlich auch will, das kommt ja auch immer hinzu. Das ist die große Frage. Was der Trainer will, welche Vorstellungen er hat. Ne? Und